Kann ich ja nicht mal beide Mannschaften als zufrieden. Also natürlich ist schwer. Also du hast da wirklich gute Chancen, klare Chancen, und aber uns läuft nicht immer die Gläue. Ne? Uns läuft das Glück wirklich aber auch nicht entgegen. Ob der Ball hier verhopft auf der Wiese. Aber insgesamt sehr, sehr zufrieden. Wir haben letzte Woche 5-0 verloren. Sind hier mit dem Halbzeitpfiff 1-0, also in Rückstand geraten. Das ist natürlich moralisch für die Mannschaft schon schwer, aber wir sind nicht zusammengeknickt, haben weitergemacht und sind eigentlich dann auch gut rausgekommen. Wir haben gute Chancen dann erspielt und klar, hätten 3 sein können, aber wir sind zunächst mal mit dem Erreichten zufrieden. Wir hatten uns heute viel vorgenommen, kamen aber nicht so ins Spiel rein, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben viele technische Fehler drin gehabt, viele Abspielfehler, hatten zwar wahnsinnig viel Ballbesitz, darauf waren wir aber vorbereitet, wussten, dass unser Gegner heute wahrscheinlich erstmal aus einer kompakten Defensive spielen wird und erstmal mit langen Bällen agieren wird und versuchen wird, unser Pressing dann auch so auszuhebeln. Darauf waren wir eingestellt und trotzdem, Ballbesitz alleine reicht nicht aus, um ein Spiel zu gewinnen. Wir haben heute insbesondere nach dem 1-0 versäumt, das 2-0 nachzulegen, hatten ordentliche Möglichkeiten. Der finale Pass hat gefehlt und insgesamt hatten wir heute einfach
nicht die Konsequenz in unserem Spiel, wie wir das normalerweise haben, bedingt sicherlich auch durch die Platzverhältnisse. Am Ende muss man froh sein über den Punkt, muss man auch ganz klar sagen, weil ihr den einen oder anderen Konter gut ausgefahren habt und da hat man dann gemerkt, dass wir eine sehr, sehr blutjunge Mannschaft haben, die dann einfach den Sieg erzwingen möchte mit allem, was wir haben. Und da war es dann einfach auch so, dass wir da die Möglichkeiten für die Kontersituation auch sehr gut für euch zugelassen haben und wir da einfach nicht wirklich clever agiert haben. Und wie gesagt, da muss man froh sein, dass wir heute den Punkt hier holen. Denn mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit vor der Hütte und mit einem normalen Platz gewinnt ihr das Spiel heute. Dann wäre es, muss man sagen, auch nicht ganz unverdient gewesen. Dankeschön.